Heute hatten wir einen Ausflug und wir waren... Ja, also wir waren bei einer Orchesterprobe von der Südwestdeutschen Philharmonie und dort haben wir ein Klavierkonzert von Tschaikowski angehört. Ja, und jetzt fragen wir Kinder ab, was sie in ihren Gedanken gesehen haben. Ja, also ich habe so eine Art Prügelei gesehen, weil erst war es so ganz lässig, so wie in der Schule. Und dann ist der Lehrer mal ganz kurz weg und dann dreschen sie alle aufeinander ein. Also ich habe ein Bild gesehen, da das war sehr bunt mit allen Farben, die es gibt, so traurige. Und dann waren wieder ganz helle und fröhliche dabei. Okay. Also ich habe es im Weltall gesehen, wo dann, wenn es laut wurde, zwei Kometen zusammengestoßen sind und wenn es leise wurde, halt nichts passiert ist. Ich habe einen Wald gesehen, wo, wenn es ruhig war, da war ein Reh mit einem Rehbaby. Und wenn es laut war, dann war da so halt, dann war da so ein großer Hirsch halt. Ich konnte das Musikstück irgendwie mit der Tom und Jerry Show vergleichen, weil es da irgendwie so Katz und Maus war. Okay, eine coole Vorstellung. Ich habe ein Dorf gesehen, wo alle Menschen erstmal ganz friedlich waren, aber dann gab es eine Prügelei. Ich habe mir fröhliche und traurige Kinder vorgestellt und einen Sternenhimmel. Ich habe mir eine Blumenwiese vorgestellt, die dann erst blüht und dann verblüht. Ich habe mir eine Stadt vorgestellt, die wurde kaputt gemacht und dann haben sie alles wieder schön aufgebaut, ja. Ich habe eine Wiese gesehen und wenn es laut wurde, hat es gedonnert und wenn es leise wurde, sind die Blumen aufgeblüht und ja, die Sonne hat geschienen. Auch cool. Also ich habe nicht wirklich was gesehen, sondern es hat mich eher an Bugs Bunny erinnert. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, als ich den Anfang gehört habe, bin ich sofort auf Bugs Bunny gekommen. Und ich habe gehört... Also gesehen in meinen Gedanken, dass eine Stadt und ganz leise war und traurig. Und ja, tschüss!